Wie ist die Rolle der Frau im Judentum? Das ist die Frage der Fragen, der wir drei auf den Grund gehen wollten. Den Anfang machte hektisches Recherchieren. Der erste Interviewtermin führte ins Jüdische Museum der Stadt Wien, wo die Ausstellung Love Me Kosher für Aufregung sorgte. Im Gespräch mit einer der KuratorInnen, Julia Windegger, wird klar, dass sich Jüdinnen als Vorreiterinnen für die Rechte von Frauen einen Namen gemacht haben. Gerade wir Frauen dürfen nicht vergessen, dass wir schon auf den Schultern von Riesinnen stehen. Und das haben wir versucht eben auch hier in der Ausstellung abzudecken. Gerade zum Beginn des 20. Jahrhunderts gab es schon ganz, ganz viele auch eben Jüdinnen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es eine Liberalisierung gibt. Eine Liberalisierung in der Gesellschaftspolitik, also dass Abtreibung legalisiert wird, dass Frauen eben als Künstlerinnen sichtbar werden. Obwohl es eine natürlich sehr, sehr alte Religion ist. Und natürlich ist es eine patriarchale Religion, wie alle anderen eben auch. Allerdings, was interessant ist, dass wenigstens daran gedacht wird, dass die Frau sexuelle Erfüllung haben möchte. Das war für mich schon so ein Aha-Moment, wo man gedacht hat, ja, es wird ihr diese sexuelle Lust zugesprochen. Sexuelle Lust, Frauen und Judentum hatten auch wir bis dahin noch nie zusammen gedacht. Wien ist jetzt eine kleine jüdische Gemeinde, aber wenn wir uns Berlin anschauen oder wenn wir nach Tel Aviv gehen, also Tel Aviv ist quasi so ein bisschen ein Zentrum der LGBTIQ-Community. Da wird jedes Jahr mit Hunderttausenden, wenn es nicht sogar Millionen von Leuten sind, die Pride gefeiert. Die Kuratorinnen Daniele Sperra und Julia Windegger brachen mit dieser Ausstellung einige Tabus. Dass im Alltag ein anderes Thema auf der öffentlichen Agenda steht, wird allerorts sichtbar. Während des Holocaust, der Shoah, wurden von den Nazis über 6 Millionen jüdische Menschen ermordet. Das bestimmt bis heute das Denken und Leben der Community. Im einzigen der einst 94 jüdischen Gebetshäusern Wiens, das nicht von den Nazis zerstört wurde, interviewten wir Jenny Mitbreit zu Frauenfragen. Man sagt, dass Männer so ein älteres Handy noch sind mit einer Antenne, die müssen den Empfang zu Gottes suchen. Und Frauen und Mädchen sind wie so ein Smartphone, das ist schon alles eingebaut, der Kontakt ist direkt da. Deswegen ist es auch so, dass Männer zu sehr vielen Gebeten verpflichtet sind. Die Frauen dürfen und sollen noch in allem teilnehmen, aber sind von einigen dieser Pflichten befreit. Also generell, die Frau im Judentum ist sehr hochgestellt. Emanzipiert, was auch immer das heißt. Ja, ich fühle mich weder diskriminiert oder irgendwie untergraben. Ich glaube, dass das total individuell ist und für jeden selbst zu entscheiden ist. Ich fühle mich in meiner Gemeinde sehr wohl, ich fühle mich in meiner Religion sehr wohl und so, wie ich sie ausübe. Jenny Mitbreit, Fürsprecherin der Gemeinde, ortet keine Benachteiligung von Frauen. Wir erfahren, dass es im Judentum neben nichtgläubigen Jüdinnen liberale, gläubige und streng orthodoxe Gemeinden gibt. Die Netflix-Serie Unorthodox zeichnet zum Beispiel das Leben der New Yorker Schriftstellerin Deborah Feldman nach.
Deborah Feldmans Flucht vor einer Zukunft, wo sie eine arrangierte Heirat, der Zwang, Kinder zu kriegen und ein Bildungsverbot erwartete, sorgte international für Aufregung. Wiens junge JüdInnen sind selbst- und geschichtsbewusst. Wir treffen die Präsidentin der jüdischen Hochschülerschaft, Viktoria Borohov, bei der neuen Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte. Viktoria erklärt uns im Interview, mit welchen Vorurteilen JüdInnen heute zu kämpfen haben. Ich trage meine Davidsternkette oder meine Ringe oder meine Ohrringe habe ich auch mit einem Davidstern oben. Die trage ich sehr selten, nur wenn ich zu meiner Familie gehe und da irgendein jüdischer Feiertag oder sowas ist. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch manchmal Angst, sowas in der Öffentlichkeit zu tragen, weil man sich dadurch halt zur Zielscheibe macht. Deswegen bewundere ich meine jüdischen Freundinnen, die mit so Davidsternketten out and proud in der Stadt rumlaufen. So, ich wünschte, ich hätte diesen Mut, aber ich traue mich das leider noch nicht so sehr. Ich persönlich wurde noch nicht deswegen angerempelt oder blöd angeschaut, halt schon, aber jetzt nicht auf einer Straße irgendwie geschubst oder bespuckt oder sowas, aber das ist schon einigen meiner Freundinnen passiert. Wie ich das zum Beispiel auch gespürt habe, ist, dass mir auch, wenn ich mich zu den Corona-Demos, zur Holocaust-Verharmlosung oder zu den Shoah-Vergleichen oder wenn sie gesagt haben, dass die Diktatur ist und dass sie fühlen sich wie im Zweiten Weltkrieg oder ganz abstruse Sachen, wo sie Rothschild und Soros und den Globalisten und der Elite die Schuld an dem Coronavirus gegeben haben, was alles Codewörter sind für Jüdinnen und Juden, ich mich dazu geäußert habe, sagen wir zum Beispiel auf Twitter oder sei es auf Instagram gewesen, dass ich persönlich und auch meine Freundinnen und Genossinnen und jüdische Bekannte Hassnachrichten bekommen haben, unzählige Hassnachrichten, auch Todesdrohungen waren auch dabei. Und das ist einfach unsere Realität. Wenn man sich dazu äußert, wird man halt zur Zielscheibe. Nur gemeinsam sind wir stark. In unserer Beschäftigung mit den coolen Frauen im Judentum haben wir Mitstreiterinnen gefunden.